So, nachdem uns Ringu ja eigentlich abgeklappert ist, begrüße ich euch zu Let's Play Fallen Vegas. Wir sind auf der Reise nach Prim und hier ist schon mal wieder so ein kleines Lager, was wir jetzt gleich einfach ausbeuten werden. Ohne Gnade, natürlich im Schleichmodus. Scheiße! Halt uns fest. Doch, hätten wir besser aufpassen sollen. So, ich hätte die entschärfen sollen. Gönnen wir Dynamit. Noch irgendwo einer? Glaube ich nicht. Oder? Rüstungskoffer. Eine Stunde können wir doch mal schlafen. So, jetzt ist immer natürlich alles regeneriert. Gecko Steak. Oh, ne. Errungenschaft. Errungenschaft. Daten ausfinden. Spitzige Business-Kleidung. Jetzt setzen wir uns hier diesen Sturmi auf. Das passt irgendwie immer. Das passt irgendwie zur Lederrüstung. So, wir bekommen natürlich Radioaktivität. Und das ist nicht sehr gut. Ach, unser Dings, die wir haben hier ins Vergessen. Kann man die Munition sparen. Natürlich lädt sich das dann schneller auf. Wenn das natürlich bei voller Reparatur ist. Was auch nicht ist. Büffelkürbis. Ach ne, Wildkürbis. Naja, eigentlich Büffelkürbis, aber ja. Eigentlich müsste ich hier eigentlich eine Red-Kakerlake mit einem Gecko und übelst epische Schlacht leisten. Aber hier ist das wohl jetzt nicht so. So schlimm ist auch nicht. So, das Prim, das eigentlich durch die Achterbahn und das Casino berühmt wurde. In dem Casino, ich glaube, die ist nach dem Erschaffer von... Ach, da haben sie fightet, Dude. Jetzt haut er ab, das Schwein. Durch seinen Erschaffer, glaube ich, da hieß es auch Prim. Hier werden wir noch eine Quest haben und hier wurde eine Waffe gestohlen, also so eine 9mm Pistole mit Trommelmagazin hier, also eine besondere Waffe, die den Inhaber der Stadt gehört hat. Jetzt ist die vom Pulverbanditen überrannt und zwei Verbrecher haben die geklaut. Hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Prim ist verboten. Ich kann mich selbst... Danke für die Warnung. Seien Sie vorsichtig. Sie sollten besser mit Lieutenant Hayes sprechen. Sein Zelt finden Sie die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Ja, das war ein RNK-Soldat. War stehen geblieben. Jetzt wurde das von Pulverbanditen überrannt und wir müssen da erstmal den Sheriff befreien. Und zwei Verbrecher haben die Waffe geklaut und die werden wir auch später noch in New Vegas finden, wo die einen Angriff auf ein anderes Casino planen. Und naja, das werden wir dann schon erleben, wenn wir dann in New Vegas sind. Der RNK hat hier so einen kleinen Stützpunkt, der ist da hinten, um sich, ja, ich sag mal, vor den Pulverbanditen die Schütze zu halten und auch die Stadt dann zurückzuerobern. So, wir nehmen die mal mit, ohne dass sie uns in die Luft springen. Hier ist der, seht ihr auch schon, der Kurier-Express. Und da werden wir noch einen unserer, sage ich mal, Mitarbeiter finden, nämlich im Film war ja so, wir sind ein Kurier. Und ja, ist heiß weißen. Wir sind ein Kurier und da werden wir auch den Inhaber finden, der uns mit auf dem Weg hier ist. Ja, immer so Station, da bin ich dann hierher gereist und da ist er ja schon. Einer der Mitarbeiter. Hier ist noch mal ein bisschen Munition hier oben. Unten. Was? Was war denn jetzt? Ach, das war die Cheat-Konsole. Ich habe mich jetzt schon gewundert, was ist jetzt hier los? Akkugewehr. Ein Basedi.
Ich Kopf, warum nehme ich nicht die hier? Sobald die hier reinkommen, schlachte ich die ab. Komm rein. Hey, hör auf, deine Munition verschwenden, die will ich nachher noch plündern. Speichere noch mal kurz hier. Angriff! Du dreckiger Sack! Gib mir deine Waffe. Die mit ihren Waffen hier, Alter, nee. Was hat der überhaupt? Auch ein kleiner Kalibergewehr. Naja, für uns kann es ja nur gut sein. Guck mal, nochmal zusammenfügen und jetzt haben wir ein voll zusammengefügtes Lasergewehr. Pulverladung, Splittermine. Hackball. Jetzt haben wir eine voll ausgerüstete Pistole. Maschinenpistole haben wir noch nicht voll. Was will man denn zusammenfügen? Dieses Unruhestifter aus sieht eigentlich für mich persönlich übelst cool aus. Könnt ihr euch mal angucken. Finde ich persönlich sieht gut aus. Die Lederrüstung ist aber besser. Hier drinnen haben sich, glaube ich, ne, hier drinnen haben sich Überlebende zusammengetrommelt. Und wir befreien erstmal, ach ne, wir gucken erstmal hier hin. Der hat einen Brief für uns. Können wir uns ja irgendwann mal durchlesen. Daniel Wyant. Und hier finden wir Ed E. Oh, oh, oh. So, jetzt haben wir hier den schon mal entdeckt. Jetzt können wir ja Sachen immerhin herreisen. Ach so, hier ist ja keiner. Ed E. Reparieren. Das ist unser eigentlich ein Begleiter. Also wer Fallout 3 kennt, der müsste solche Dinge erkennen. Das ist glaube ich der letzte, der Enklave. Das sind mobile Nachrichtenüberträger. Der hat auch eine Laserkanone. Finde ich übrigens cool, die Dinger. Es gibt hier leider nur noch einen, da die Enklave ja ausgelöscht wurde. Von damals war die Bruderschaft, haben die sich bekämpft, die Enklave. Die Bruderschaft. Und jetzt ist die Bruderschaft nur noch ein Stückchen seiner selbst, also... Hier wäre doch eigentlich eine Mine. Achso, da brauchen wir Schlüssel. Türmel leicht. Mal gucken, ob wir da was hinkriegen. Oh, oh, oh. Leaving. 1 von 7. Survive. Mal gucken, ob wir das heute noch hinkriegen. Angels. Filters. So haben wir irgendwas, was wir hier ausschließen können. Da haben wir jetzt aufgeführt, Dude. Secrets. Leaders. Es war Filters. Earth. Centrals. Ich glaube, das waren sie. Ein Tag entfernt. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was rauskriegen. Mir sind so versteckte Zeichen. Wenn man die findet, dann werden Wörter ausradiert. Hm. Und ich möchte nicht, dass der Computer hier gesperrt wird. Aber es sind meistens nur so viele da. Also wir können nicht jedes Wort ausschließen. Das heißt, ist es noch nie irgendwie gewesen, dass man da alle Wörter irgendwie ausschließen kann, indem man ja alles nachguckt. Ich glaube, wir müssen nochmal neu starten. Aber ja, das können wir irgendwann später machen. Na, reicht schon! Na, reicht schon! Schnell in Deckung! Vorkriegsjäht. Ein Trinkglas. Wir nehmen mal ganz leise das hier weg.
Ich glaube, es ist irgend so Spielzeuggeschäft. Aha. Macht Spaß. So, jetzt können wir das noch zusammenfügen. Das war alles geplant. Alles geplant. Oh, das ist hier fast aufgefüllt. Naja, mal gucken, was wir hier noch so zusammenfügen können. Die haben alle irgendwie viele Kleinkaliber und Hackebeile und alles dabei. Na gut, das Gewicht konnte man wenigstens ein bisschen reduzieren. Ach ja, das mit den Dietrich ist immer wieder fein. So, wenn ich mich richtig erinnere, könnte man hier so hier einen Flammenwerfer bekommen. Hier drin sind jetzt sehr viele. Jetzt habe ich dich. Ja. Wo ist der andere hin? Ach, da wirkt einer. Ah. Ich dachte schon, die verrecke jetzt. Wir werden natürlich, glaube ich, hier irgendwas essen. Ach nee, ich habe ja hier meine Gecko-Steaks. Und da haben wir einen Flammenwerfer. Ob wir den noch mitnehmen können? Ich hoffe es. Was ist denn mit dem Flammenwerfer? Nehmen wir, das wäre sehr vorteilhaft, einen Flammenwerfer zu haben. Flammenwerfer sind immer gut. Die werfen Flammen. So. Ja, wir haben den jetzt. Flammenpatronenwerfer heißt hier. Toller Name. Und tausende von 9mm Pistolen. Haben wir auch hier. Und das Gewicht passt so ja noch. So, oh, der Part ist ja schon vorbei. Hm, ging ja schnell. Na, gut, das war's dann erstmal mit dem Part hier in Prim. Ich verabschiede mich und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Im nächsten Part werden wir diesen Kunden hier befreien. Na gut. Ich sage bis dann.